angeguckt und man merkt schon, man braucht diese Figur da auf dem Film einfach nur so in Gedanken so zu nehmen, wie man so ein Buch aufblättert. Und dann sieht man also zwei Punkte und hier sind so vier Punkte und da habe ich auch irgendwie so magische Male oder so. Man sieht ja, dass man davon stirbt. Und mich stört das nicht, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich den rechten Weg hingebe. Insofern ist mir das egal, weil man stirbt ja sowieso irgendwie. Aber ich möchte nicht sowas auch machen. Ich möchte nicht auch so sein, dass ich so Leute durch in Besitznahme, in magische Besitznahme sterben lasse, weil ich das für unglaubwürdig halte. Ich kann im hohen Glauben nicht dran glauben, auch nicht, wenn ich das sehe. Es ist irgendwie nicht wahr. Wahr sind andere Sachen, die sind wirklich relevant. Es ist ja auch viel diskutiert worden über Qigong und wie er so leidet und so. Und da bin ich ja nun auch mehrmals schwerstens abgeblitzt. Meine Guten soll ja auch der letzte Müll sein und so. Ich glaube an das, was ich präsentiert habe. Ich glaube, dass man darauf zurückkommen wird. Es ist ja meistens so, dass man erst gestorben sein muss, um damit bekannt zu werden. Und da wollte ich nochmal sagen, von dem Fu Lu Shu, zu diesem magischen Qigong, wenn die Fu einatmet, atmet der Lu aus und der Shu spricht oder hört irgendwie was. Wenn ich nun in ein Daueraltar, in ein Taitan, dass ich jede Handlung ständig in Gebet bin mit allem, was ich handle und alles irgendwie setzen, stellen, legen, irgendwie Feng Shui wird, um irgendwie so eine heilige Macht zu repräsentieren, dann ist das mit Fu Gu Shu auch nicht wahr und auch nicht möglich, auch nicht mit Fu Gu Shu Qigong macht, weil das wirklich ein reiner Glaube ist. Und deswegen möchte ich das nochmal vorführen mit der Atmung. Also sind drei Schriftzeichen, Qian Di Dao, und bei Qian atme ich ein, bei Kü atme ich aus und bei Tao denke ich das oder sinniere ich das. Dann führe ich einzelne Zeichen oder andere Dreier hinzu, um den Dreier zu wiederholen und dann entsteht auch, dann sehen wir auch diese Sehnsüchte. Dieses heiligen, angeblich heiligen Begreiftritt, den man hat, wonach diese Zauberer süchtig sind. Dann. Okay. Dann in Tai Chi Ai, Jiang Ki Tao, Jin Yi Tai, Jiang Ki Tao, Dann in Jiang Ki Tao Chi Ai. Yeah.
Also, ich mache da auch Witze drüber, alle wollen irgendwie angepasst und beruhigt werden und so. Also, die haben es da eben gesehen, das ist mit Qigong gemeint und wenn sie jemanden greifen wollen, den sie visualisieren können, dann müssten sie bei Shu einatmen statt bei Fu. Inwiefern das richtig oder falsch ist, entscheide ich als einfacher Gläubiger nicht. Das müssen die Götter entscheiden. Ich bin auch nur ein krummer Hund, über den die Götter entscheiden.